Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der FXFET Wertpapierhandelsbank bzw. im Namen von CapTrader ganz herzlich zu dem heutigen Webinar. Das Thema ist Optionshandel und Strategien mit der Trader Workstation. Inhalt heute wird schwerpunktmäßig der Strategy Builder sein, mit dem Sie halt auch recht einfach komplexere Optionsstrategien wie zum Beispiel Butterfly, Iron Condor oder auch Kalenderspreads halt aufsetzen können und dann natürlich auch handeln können. Und dann auch noch im zweiten Teil werde ich ein bisschen zeigen, wie Sie das Gewinn- und Verlustdiagramm einblenden können, das Performance-Profil, um halt, damit Sie eine Idee haben, wie diese Strategie sich auswirkt auf Ihr Konto. Ja, je nachdem, wenn der Basispreis steigt oder fällt. Bevor ich aber jetzt loslege und vielleicht hören Sie mich auch gar nicht, einfach nochmal der allgemeine Test, wie immer zu Beginn des Webinars und die Frage, ob Sie mich überhaupt verstehen können, beziehungsweise ob die Bild- und Tonübertragung soweit in Ordnung ist. Okay, da kommt ja jetzt schon einiges an Feedback. Es scheint alles zu funktionieren. Super, vielen Dank. Diese Chat-Funktion können Sie auch gerne im Laufe des Webinars nutzen, wenn Sie Fragen haben. Ja, also gerne können Sie dieses Webinar gemeinsam mit mir interaktiv gestalten. Das heißt, mir Fragen stellen zu den unterschiedlichen Themen, die heute behandelt werden. Und dann werde ich gerne versuchen, darauf einzugehen. Bevor die Frage kommt, ob das Webinar aufgezeichnet wird, möchte ich das auch direkt beantworten. Eine Aufzeichnung findet statt, genauso wie alle anderen Teile dieser zehnteiligen Webinarreihe, die wir hier durchgeführt haben, wird auch dieses Webinar aufgezeichnet und die Aufzeichnung finden Sie bei uns auf der CapTrader-Seite, die jetzt gerade auch zu sehen ist, im Bereich Training und dann ist hier der Button TWS Webinarreihe. Ja, wenn Sie da draufklicken, kommen Sie hier auf diese Seite. Und dann brauchen Sie nur hier ein bisschen nach unten gehen auf der Seite, dann finden Sie schon die Aufzeichnung der letzten Webinare. Ja, also hier der Teil 1, Grundlagen, Trader Workstation. Da hat man ja schon im September mit angefangen. Ja, und dann ging das hier über die Wochen und Monate hier Schritt für Schritt weiter. Ne? Dritter Teil, vierter Teil, fünfter Teil. Ja, und der sechste Teil ist die letzte Aufzeichnung, die wir gerade am 28. November hatten. Einstieg in den Optionshandel. Ja, und heute sind halt die Strategien dran, der erste Teil der Strategien. Und die Aufzeichnung wird dann in den nächsten Tagen auch direkt dann hier auf der Seite zu finden sein. Vielleicht mal eine kurze Frage so in die Menge, damit ich das so grob weiß. Können Sie, wenn Sie möchten, gerne mal mit Ja oder Nein beantworten. Wer von Ihnen nutzt denn den Strategy Builder in der TWS? Vielleicht mal mit Ja oder Nein kurz antworten, dann weiß ich, ja, wie aktuell so die Kenntnisse sind oder wie das Wissen so verbreitet ist. Okay, ich habe jetzt hier keine prozentuale Auswertung, aber ich würde so grob mal sagen, von den Antworten so fast 90% Nein. Ja. Okay, gut, dann umso besser. Zeige ich Ihnen ein paar Varianten, wie Sie den nutzen können, wie Sie damit, wie gesagt, eigene Strategien zusammenbasteln können aus den einzelnen Bestandteilen und werde ich aber auch noch ein paar Folien, auch noch, also ein bisschen Theorie Ihnen vermitteln. Für die, die vielleicht jetzt nicht täglich Butterflies handeln oder Iron Condors, dass einfach nochmal wiederholt wird, was das überhaupt ist. Okay, ja, fangen wir an. Ich starte direkt mal kurz mit den ersten Folien, mit ein paar Grundlagen. Das vielleicht so ein bisschen im Schnelldurchgang, damit Sie auch nochmal ein bisschen wissen, aus welchen Bestandteilen sich Butterflies, Iron Condors oder halt natürlich auch Kalenderspreads darstellen lassen, ja, beziehungsweise welche Möglichkeiten es gibt, dann auch die umzusetzen und zu traden. So, jetzt hoffe ich, dass PowerPoint übertragen wird. Hier nochmal eine Folie, damit Sie auch wissen, wie ich aussehe. Ja, Webcam habe ich ja nicht eingeschaltet, aber Fotos gibt es ja zum Glück.
Okay, ja, hier stehen noch ein paar Themen, Credit und Debit Spread oder auch vertikale, horizontale oder diagonale Spreads. Die werde ich heute nur, ich sag mal, ein bisschen im Schnelldurchgang behandeln. Auch die Bull Spreads und Bear Spreads, weil wir wollten uns ja heute in dem Webinar ein bisschen auf Butterfly und Iron Condor auch mal fokussieren. Und sonst würde das Webinar einfach viel zu lange dauern. So, vielleicht aber noch kurz zu Beginn dann auch ein Beispiel. Die Begriffe, was es generell für Optionsstrategien gibt oder welche es gibt, die sollten sich einfach schon mal mit beschäftigen, vielleicht, wenn Sie die handeln möchten. Also da sollten Sie so Begriffe wie Straddles oder Strangles halt auch schon mal gehört haben. Ich zeige Ihnen auch ganz einfach, wie Sie gleich den recht einfach aufsetzen können. Ja, hier eine kurze Folie. Bull Call Spreads oder Bear Call Spreads. Ja, das sind also die klassischen Spreads, die man halt auch hier handelt. Das heißt, entweder habe ich, wie der Name schon sagt, ja, kurz zusammengefasst, eine bullische Markterwartung. Ja, dann kann ich das darstellen mit einem Bull Call Spread oder halt auch mit einem Bull Put Spread. Ja, ist meine Erwartung bärisch, ja, also ich erwarte eher fallende Kurse, dann würde ich einen Bear Call Spread oder einen Bear Put Spread aufsetzen. Was bedeuten hier die Abkürzungen? Wie gesagt, wenn Sie sich das auch nochmal dann im Nachgang anschauen möchten, die Aufzeichnung, da das ja jetzt hier so eine recht schnelle Zusammenfassung ist. Ein C steht immer für Call, ein P steht für Put. Ja. E1, ja, das ist im Prinzip der Strike-Preis. Ja, der Bull Call Spread besteht ja aus zwei Legs, ja, also aus zwei Bestandteilen. Der eine Bestandteil ist dann ein Long Call, also plus C heißt Long Call, ja, mit einem Strike 1. Also E1 ist eigentlich Exercise-Preis oder Ausübungspreis. Ja. Und ein Minus C, also ein Short Call mit dem Ausübungspreis E2, also Strike-Preis E2. Ja, unter der Bedingung, dass E1 kleiner als E2 ist. Das heißt, der Strike-Preis des Long Calls ist niedriger als der des Short Calls. So ist das im Prinzip jetzt hier zu lesen. Plus C ist der Long Call, minus C ist der Short Call. Okay. Ja, es gibt Credit- und Debit-Spreads. Ja, es hängt immer davon ab, wie man den halt auch aufsetzt, den Spread. Handelt es sich um einen Mittelzufluss, also man bekommt dann diese Prämie, dann ist es ein Credit Spread. Ja, und bei der Zahlung der Prämie, also wenn man vom Mittelabfluss spricht, sozusagen, das ist dann Debit, das wäre dann ein Debit Spread. Ja, der TWS ist ganz wichtig. Es ist manchmal auch etwas verwirrend bei den Spreads, wenn man die aufsetzt. Man möchte beispielsweise ein Bull-Put-Spread aufsetzen. Da gibt es so ein paar Tricks in der TWS. Wenn man den standardmäßig aufsetzt, würde man den kaufen und zwar zu einer negativen Prämie. Ja, das heißt, die Kombination aus den beiden Legs ergibt dann einen negativen Wert. Man kauft dann im Prinzip zu diesem negativen Wert und hofft natürlich, dass dieser negative Wert, dass der Kurs im Prinzip steigt, ja, weil man ja long ist in dem Fall. Das heißt, dass dieser negative Wert gegen Null läuft, sozusagen. Das ist immer ein bisschen, ich sag mal, da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Man kann dann den umgekehrten Weg gehen und statt einen Bull-Put-Spread zu kaufen, einfach einen Bear-Put-Spread aufsetzen und den verkaufen. Ja? Das hat dann zur Folge, dass man dann natürlich short ist, also man hat ja dann diese Kombination verkauft,
aber zu einer positiven Prämie. Ja, so ähnlich, als ob sie einfach nur einen Put beispielsweise verkaufen würden. Ja, und natürlich mit dem Ziel, dass dieser wertlos verfällt. Ja, also sagen wir, die positive Prämie ist 1,60 $ und dann ist natürlich das Ziel, dass der Kurs fällt von 1,60 auf 1,40 auf 1 in Richtung 0 und dann im besten Falle wertlos verfällt. Das ist immer ein bisschen so, da muss man, wie gesagt, sich schon ein bisschen mit der TWS auskennen oder halt uns anrufen, falls man da Hilfe benötigt, weil das nicht ganz so, vielleicht nicht ganz so logisch immer ist. Okay. Ja, es gibt noch Vertical, Horizontal oder Diagonal Spreads. Je nachdem, wie die halt aufgesetzt sind, sind es halt dann Kalenders. Also vertikale sind halt die Price Spreads. Horizontale sind dann Time Spreads oder auch Kalender Spreads genannt. Ja, wo dann man zum Beispiel die kurze Laufzeit Short geht und Long die lange Laufzeit als Beispiel. Ja, also man verkauft dann die kurz laufende Option und kauft die länger laufende. Ja, diagonal, wie das hier schon auch beschrieben ist, es hat eine Kombination aus einem Price Spread und einem Time Spread. Ja, gehen wir jetzt mal kurz nochmal in die Materie, was wirklich ein Bull Call Spread ist und wie der aufgebaut ist. Ja, es ist eine der Erwartungen, wie der Name schon sagt, Bull. Ja, also Sie müssen das einfach nur an dem Wörtchen Bull jetzt ablesen sozusagen. Ein Bull Call Spread. Dort ist die Erwartung bullish, ja, also man erwartet steigende Kurse. Ja, und hier oben ist ein Beispiel. Ja, hier dieses Kästchen. Ja, man verkauft einen Call mit einem 80er Strike und etwas niedriger darunter, beispielsweise zu einem 70er Strike, würde man einen Call kaufen. Ja, und diese Kombination aus den beiden ist ein Bull Call Spread. Hier unten ist das nochmal näher erläutert, ja, was das bedeutet, wenn man den Kauf durch, man kauft einen Call, ja, mit einem niedrigeren Ausübungspreis, das ist hier die 70, ja, zu einem höheren Optionspreis und man verkauft einen Call mit höherem Ausübungspreis, also hier mit 80, zu einem niedrigeren Optionspreis. Ja, das ist so viel zur Theorie. Hier ist ein Beispiel mit Daimler Chrysler. Möchte ich jetzt aber nicht näher darauf eingehen. Ja, ich zeige Ihnen einfach das später nochmal in der TWS. Hier auch das Performance-Profil, ja, und die Kombination, wie sich jetzt ein Bull Call Spread wieder sich zusammensetzt. Ja, die Gesamtposition ist das dunkelblaue. Ja, ich gehe mal mit dem Textmarker hier drüber oder zeichne mal ganz kurz die Bestandteile nochmal ein. Der Short Call ist dieser hier. Ja, mit dem Strike 46. Ja, steht er hier. Ausübungspreis Short Call 46 steht hier unten. Den verkauft man. Und hier den Long Call. Der hat den Strike von 44. Das ist hier der grün eingezeichnet oder jetzt habe ich ja mit Gelb drüber gemalt. Ja. Der ist hier. So, und diese Kombination, wenn man das zusammen kombiniert, ergibt das dann das dunkelblaue. Ja, was Sie jetzt hier in der Mitte sehen. Ja, das Profit-Loss-Diagramm am Verfall sieht dann aus wie hier diese dunkelblaue Linie. Ich gehe da jetzt auch nochmal drüber, dann sind alle gelb. Ja, aber dann hier, da geht es jetzt diagonal runter und dann zur Seite. Ja, aber ich setze das gleich nochmal auf in der TWS und dann können Sie das auch nochmal nachvollziehen.
Ja, und die Erwartungen beim Bull Call Spread sind halt steigende Kurse. Das heißt, wenn das Underlying, der Preis des Underlyings ist ja hier oben, ja, also 45, 46, 47 und so weiter. Wenn dieser Preis steigt hier, also nach rechts läuft hier auf der X-Achse, ja, das heißt, je weiter der Preis dort steigt, desto höher, also das ist mein Ziel, dann ist das hier diese Prämie, die ich hier vereinnahme. Hier rechts. Das ist die Grundidee. Ja, man kann auch einen Bull-Put-Spread, wie gesagt, aufsetzen. Ähnliche Markterwartungen. Ja, hier einfach nochmal das Beispiel hat, man verkauft einen 80er Put und man kauft einen 70er. Gleiche Erwartung, ebenfalls steigende Kurse. Ja. Put statt Calls. Können Sie sich hier auch nochmal anschauen. Wie gesagt, diese Folie, hier ist das zusammengefasst. Und dann ist die Kombination halt ein bisschen anders. Ja. Aber unterm Strich kommt bei dieser Kombination das Gleiche raus. Ja, und zwar hier diese dunkelblau eingezeichnete Kombination. Das ist dann der Bull-Put-Spread. Ja, und der Gewinn ist auch hier diese Prämie hier, die man hier vereinnahmt, wenn die Kurse steigen, leicht steigen. Ja, oder auch wenn sie stark steigen natürlich, aber man vereinnahmt halt hier diese Prämie, die ist gedeckelt, wie man sieht. Okay. Bear Call Spread, Bear Put Spread überspringe ich jetzt. Wie gesagt, ist, denke ich mal, ähnlich, nur halt mit der Erwartung auf fallende Kurse. Möchte ich mich jetzt gar nicht so lange aufhalten. Gehe ich im Schnelldurchgang mal eben durch. Und dann kommen wir schon zum Butterfly. Ein Butterfly kann man mit Calls, ich sag mal, zusammenbasteln, ja, oder aufsetzen oder halt auch mit Puts. Ich zeige Ihnen das mal mit beiden. Fangen wir mit den Calls an. Sie sehen jetzt hier unten wieder E1, E2, E3. Ja, das ist der Preis der Aktie. Ja, und mit E1, E2, E3, wie ich eben schon gesagt habe, ist der Ausübungspreis halt gemeint. Ne? Und E1 ist halt niedriger als E2 und E3. Ja, der Preis der Aktie steigt von links nach rechts gesehen. Ja. Also müsste man eigentlich jetzt hier noch so eine, falsche Farbe. Hier so ein Pfeil hier daraus machen. Ne? Also so. Der Preis der Aktie steigt von links nach rechts. Gut. Fangen wir an. Erster Bestandteil, ein Long Call. Der muss aber so aufgesetzt sein, dass das der Strike E1 ist. Ja, also das ist praktisch der niedrigste Ausübungspreis von den einzelnen Bestandteilen. Dann verkauft man zwei Calls mit dem Basispreis, Entschuldigung, also mit dem Strike-Preis, Ausübungspreis E2. Ja, wichtig, zwei. Man verkauft zwei Calls. Und dann kauft man wieder einen Call mit dem Basispreis E3. Also mit dem Strike-Preis, mit dem Ausführungspreis E3. Und wenn man diese drei Bestandteile, das sind ja im Prinzip vier Optionen dann, ja, ein Long Call, zwei Short Calls und wieder ein Long Call, aus den vier Teilen besteht dann der Butterfly. Ja, und der sieht dann so aus. Das heißt, in dem Fall hier geht man davon aus, dass die Kurse hier innerhalb dieses Dreiecks bleiben. Ja, das heißt, hier ungefähr um die Mitte hier herumpendeln. Dann vereinnahmt man die Prämie, die hier ist. Ja, die Verluste, also falls es dann natürlich stark steigen sollte oder stark fallen sollte, macht man Verlust. Aber dieser Verlust ist halt auch gedeckelt, wie man hier sieht. Ja, also es ist kein unendlicher Verlust, wenn man jetzt einfach nur nackt einen Put verkauft, das Beispiel, oder nackt einen Call verkauft, der könnte ja theoretisch bis ins Unendliche gehen. Ist das erstmal soweit verständlich für Sie, also wie man hier ein, aus welchen Bestandteilen Butterfly besteht?
Ich zeige es auch noch mal kurz mit Putz, aber ich denke, sollte alles soweit erstmal irgendwie auch nachvollziehbar sein. Hoffe ich zumindest. Okay, mit Putz mal eben noch schnell. Ein Long Put am E1. Verkauf von zwei Puts, also Short Puts am E2. Und dann ein Long Put wieder mit dem Strike E3. Ja, und diese wilde Kombination jetzt hier, wie aus den einzelnen Bestandteilen halt dargestellt ist, ergibt dann ebenfalls ein Butterfly, der mit Puts aufgesetzt wurde. Und das lässt sich in der TWS dann wie folgt darstellen. Jetzt muss ich aber auch mal hier kurz die Zeichnung noch eben löschen. In der TWS können Sie so ein Butterfly aufsetzen und dann sehen Sie hier das Profit-Loss-Diagramm. Ja, und wie Sie da hinkommen, das möchte ich Ihnen zeigen, bevor wir nachher auch noch zum Iron Condor gehen. So, wo haben wir die TWS? Kleinen Moment. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie sich jetzt ein Butterfly erstellen können in der TWS. Eine Möglichkeit ist hier der Option Trader. Ja, das heißt, wenn Sie hier oben auf das Symbol gehen, hier wo meine Maus sich gerade bewegt, wo der Option Trader ist, dann öffnet sich der und ich habe den jetzt hier auf dem anderen Bildschirm, deswegen ich ziehe den mal eben rüber. Das hier ist der Option Trader. Ja, ich habe jetzt mal einige verschiedene Basiswerte hier oben hinzugefügt. Apple, Adobe, Facebook, Mastercard, dann den ETF QQQ und den ETF SPY. Ja. Nur mal so als Beispiel. Und jetzt anhand von Apple kann ich Ihnen das gerne kurz zeigen, wie man einen Butterfly aufsetzt. Sie brauchen hier dieses Tab Trading. Ja, und dann gibt es ja hier verschiedene Reiter, Orders, Protokoll, Ausführung und so weiter, Portfolio. Und dann ist hier der Button Strategy Builder. Ja. So, und in diesem Strategy Builder, dort können Sie jetzt durch einfach Anklicken der entsprechenden Bestandteile sich den Butterfly zusammenbasteln. Wie geht das? Wir haben ja gesagt, ein Butterfly mit Puts. Da müssten wir jetzt einen Put verkaufen zu dem Basis, also mit dem Strike E1. Wir haben jetzt hier, was haben wir, bei Apple stehen wir bei 170. Nehmen wir mal einfach einen 150er. Ja? Also hier in der Mitte stehen die Basispreise hier. 150. Die Puts sind hier auf der rechten Seite. Ich zeige das nochmal kurz mit der Maus. Hier sind die Puts. Und hier steht die Überschrift, hier stehen die Calls auf der linken Seite. Ja, wir wollen jetzt mal den Butterfly mit Puts zusammenstellen. Das heißt, wir kaufen einen Put zum Basispreis 150. Ja, dann gehe ich hier auf den Briefkurs, ja, Bid-Ask-Kurs oder Geldbriefkurs 0,45 zu 0,46 und ich klicke hier auf den Briefkurs. Und ich habe jetzt schon geklickt und wenn Sie es, vielleicht haben Sie es gemerkt, jetzt ist ein Leck, also dieser Put, Laufzeit 19. Januar, das hatte ich hier vorher eingestellt, habe ich jetzt nicht ganz erwähnt. Ja, hier oben sehen Sie die verschiedenen Verfallstermine. Ja, 15. Dezember, 19. Januar, 16. Februar und so weiter. Ich habe jetzt den 19. Januar, also eine Laufzeit von 43 Tagen jetzt ausgewählt. So, jetzt habe ich auf den Briefkurs geklickt und dann ist dieser Put jetzt hier oben, ja, gelandet. In dieser Ansicht hier, dort wurde der übernommen. Und jetzt verkaufe ich einen höher gelegenen Put, ja, also höher gelegen, also höher, oberhalb von 150, also gehe ich jetzt mal auf, ja, ich gehe mal auf 170 und verkaufe den 170er Put. Und Sie sehen jetzt schon hier in der Anzeige, das wäre ein Bull Spread. Ja? Hier wird einem direkt die Strategie angezeigt. Ich muss aber 2 verkaufen. Das heißt, ich muss aus der 1 hier noch eine 2 machen. Ja, da sieht die Strategie schon ein bisschen komisch aus. Das ist das irgendeine Combo. Jetzt fehlt mir aber noch ein Bestandteil. Und zwar muss ich noch einmal einen Long Put eingehen, also einen Put kaufen
zu dem Basispreis, der dann bei 190 liegt. Ja. Zack. Und da habe ich schon den Butterfly hier. Ja, hier sieht man nochmal die einzelnen Bestandteile. Ein 150er Put, den würde ich kaufen. 270er Put verkaufen. Ein 190er wieder kaufen. Ja, dann erhalte ich diesen Butterfly und den möchte ich jetzt zur Kursnotierungsanzeige hinzufügen. Also ich klicke jetzt hier auf diesen Button und dann werde ich gefragt, ob ich auch noch die einzelnen Kombinationskomponenten, also die einzelnen Bestandteile hinzufügen möchte. Ja, also das sind die einzelnen Putzer. Kann ich jetzt ja sagen, dann stehen die alle noch hier drunter. Ja, hier oben ist die Kursnotierungsanzeige. Wie gesagt, da habe ich einmal die Aktie drin, Apple. Ja, den sehe den aktuellen Kurs und dann hier, das hier ist diese Kombination der Butterfly Put. Ja, aus den Bestandteilen 150, 170, 190. Wenn ich jetzt diesen Butterfly kaufen möchte, ja, hier ist ja der Geldbriefkurs aus der Kombination, kostet der mich aktuell hier 12 Dollar. Ja, und ich kann mit der Maus hier drauf gehen. Und dann steht dort unten nochmal to buy one butterfly means. Also was bedeutet das? Ich kaufe den 150er Put, ich verkaufe zwei Puts mit 170er Basispreis und ich kaufe wieder einen mit 190er Basispreis. Das wird mir hier nochmal angezeigt. Das ist halt auch ganz wichtig, wenn Sie jetzt zum Beispiel Bear Call Spreads oder Bull Put Spreads oder ähnliches aufsetzen, dann müssen Sie halt auch schauen, was passiert, wenn ich den kaufe, diesen Spread, oder wenn ich den verkaufe. Da wird Ihnen diese Auswirkung nochmal hier angezeigt. Jetzt gehe ich mal auf den Briefkurs und dann kommt hier eine Kauforder. Ja, das Fenster Orders leuchtet hier leicht rot eingefärbt und hier liegt die Order drin. Ja, mit einem Limitkurs 12, 11. Jetzt kann ich auf Übermitteln gehen und dann wird diese Limit Order übermittelt. Ich möchte Ihnen aber vorher noch mal zeigen, was Sie jetzt noch machen können. Rechte Maustaste, können Sie sich das Margin Performance Profil anzeigen lassen. Ja. Hier sehen Sie viele wichtige Informationen auf einen Blick. Ich hoffe, ist das komplett zu sehen bei Ihnen? Also hier die beiden Fenster nebeneinander. Ich hoffe, das passt ja darauf. Vielleicht können Sie mir kurz Feedback geben, ob beide Fenster auch zu sehen sind. Okay, gut. Sie sehen, wenn Sie jetzt zu 12,11 US-Dollar kaufen würden, der Multiplikator ist ja 100 bei Aktienoptionen, zumindest bei den meisten. Ja. Es gibt auch welche mit einem 10er Multiplikator. Ja, das heißt, Sie müssen das mit 100 multiplizieren. Das heißt, der Betrag wäre 1200 US-Dollar. Provision wird hier jetzt im Paper Trading Konto nicht richtig angezeigt. Und hier müssen Sie einen Haken setzen bei Performance Profil. Ja, damit dieses zweite Fenster hier erscheint. So, und hier sehen Sie jetzt am Verfall, jetzt muss ich wieder ein bisschen malen, damit das für Sie auch klar wird, hier steht eine gepunktete Linie und daneben der Verfallstermin, der 19. Januar 2018. Am Verfall ist das Performance-Profil hier diese gepunktete Linie. Ja, also hier dieses Zelt. Das heißt, wer kann mir jetzt von Ihnen sagen, wenn am Verfall, also am 19. Januar 2018, der Kurs der Apple-Aktie bei 200 US-Dollar steht, wie hoch ist dann mein eventueller Gewinn oder Verlust? Sie können das hier im Prinzip ablesen in der Grafik. Hat jemand eine Idee, wie hoch ist mein Gewinn oder Verlust, wenn am Verfall der Kurs der Apple-Aktie bei 200 US-Dollar stehen würde? Ja, einige schreiben Gewinne rein, einige schreiben Verluste rein. Also
unterschiedlich antworten. Ich lese mal vor, minus 1250 plus 1250 plus 1000 minus 1250 minus 1250. Viele haben also 1250 erwähnt. Jetzt einer kommt wieder ein Teilnehmer mit minus 1000. Okay. Wenn der Kurs der Apple-Aktie bei 200 steht, hier am Verfall, ja, ist der Verlust, ich habe ja gesagt, man kann es hier ablesen, hier rechts steht 1250, ja, hier rechts, hier, die Linie, gepunktete Linie ist ein bisschen höher, das können Sie nicht so gut ablesen. Hier können Sie es ablesen, ja. 1211, wenn der Kurs bei 203 steht, bei 203,66, beziehungsweise wenn der jetzt bei 200 stehen würde, etwas niedriger, ist es der gleiche Verlust. Ja? Sie sehen ja, hier ist ja die waagerechte gepunktete Linie, die verläuft genau bei 12, also 1211 US-Dollar. Das ist hier maximaler Verlust, egal wie weit die Aktie steigen sollte. Also wenn die bei 200 steht oder bei 210 oder 220, das ist egal. Der Verlust ist auf 1211 US-Dollar begrenzt. Umgekehrt, wenn der Kurs um also 10% niedriger steht, ja, bei 152, dann verlieren Sie 936 Dollar. Ist der Kurs 20% niedriger, 30% niedriger, ja, dann kommen wir wieder hier auf die 1211. Und das können Sie hier ablesen. Ja, vielleicht ist das ein extremes Szenario mit 10, 20, 30%. Können Sie natürlich auch ändern hier in den Einstellungen. Ich lösche nochmal kurz hier die Zeichnung. Sie können hier sagen, ich möchte nur 10% Verschiebung hier haben. Ja, dann sehen Sie auch, was passiert, wenn der Kurs nur um 1% fällt, 5% fällt. Ja, dass der Verlust dann hier nur bei 76 beispielsweise liegt. Ja, oder hier, wenn er um 5% steigt, nur bei 32. Ja, wie gesagt, am Verfallstag wäre das jetzt der mögliche Verlust, jetzt mal Volatilitäten und so weiter, was außer Acht genommen. Das ist einfach jetzt hier mal die standardmäßige Berechnung. Ja, das heißt, wenn ich jetzt erwarte, der Apple-Kurs bleibt noch bis zum 19. Januar irgendwo hier in dieser Range zwischen 165 und 175 so grob, dann hätte ich unter Umständen halt einen schönen Gewinn. Ja, in der Spitze natürlich hier oben, ja, wenn der Kurs genau hier bleibt, ein Gewinn von 772 US-Dollar. Das ist der Butterfly. Sie können aber auch hingehen und sagen, wenn ich jetzt den Butterfly aufsetze, möchte ich wissen, was passiert denn mit meiner Position jetzt nicht bis zum Ende, ja, sondern was passiert denn beispielsweise bis, also nicht bis zum 19. Januar, sondern was passiert denn jetzt bis Mitte Dezember? Ja, wir haben heute den 7., dann nehmen wir einfach nochmal hier bis zum 22. beispielsweise. Ja, ist ja der Freitag vor Weihnachten. Wenn da der Kurs so bleibt, wie er jetzt ist, ja, bis zum 22. Dezember, dann sieht es so aus, also der Kurs würde so bleiben hier, ja. Dann würde ich 83 US-Dollar verdienen mit diesem Butterfly. Ja, der Kurs kann auch 1% fallen, verdiene ich immer noch 78. Er kann 1% steigen, verdiene ich 67 Dollar. Ja, also so ist das Ganze hier abzulesen. Klar, wenn der Kurs jetzt in den nächsten 15 Tagen ja um 5% fallen sollte, dann weiß ich schon, oh, ich habe jetzt hier sehr wahrscheinlich werde ich hier 140 Dollar verlieren oder wenn der 5% steigt, 170 Dollar verlieren. Ja, man kann natürlich jederzeit diesen Butterfly glatt stellen. Ja, wenn ich sage, ich habe jetzt schon 100 Dollar Verlust, dass ich sage, jetzt ist mein maximales Risiko erreicht, dann stelle ich halt die Position glatt. Ja, also das zeigt mir hier dieses Performance-Profil an. Ich finde es sehr, sehr interessant. Sie können da noch viel mehr mitmachen. Ja, Sie können, das muss ich nochmal gerade hier löschen, ja, sich nicht nur in G&V anzeigen lassen, Sie können sich auch die Entwicklung des Deltas anschauen. Sie können, ja, also hier ist das natürlich so ein bisschen geschwungen zum Verfall. Das ist die übliche Darstellung natürlich. Sieht man, wie sich das Delta von 1
ja, auf 0 bewegt und dann wieder bei minus 1 dann landet. Ja, das ist natürlich die übliche Einstellung. Während der Laufzeit, klar, sieht Delta natürlich ein bisschen anders aus. Ja, bewegt sich hier um die 0,5 hier in dem Bereich. Plus 0,5 und minus 0,5. Ja, natürlich auch Gamma, ne? Beschleunigung vom Delta. Können Sie sich ebenfalls hier anschauen. Ja, am Verfall ist gar keine Beschleunigung mehr, ist Gamma immer bei 0. Ja. Während der Laufzeit sieht das Ganze natürlich etwas anders aus. Beim Butterfly. Vega, Theta und so weiter. Das ist alles machbar. Aber interessant ist, denke ich mal, hier der Performance-Graph, wo man sehen kann, was mit meinem Butterfly passiert, wenn sich der Basispreis um so und so viel Prozent bewegt. Jetzt kommt eine gute Frage. Sieht man das Performance-Profil auch bei aktiven Optionen? Ja, das können Sie auch. Sie können eine Position, die Sie in Ihrem Portfolio haben, das hier schließe ich jetzt mal eben, können Sie sich ebenfalls mit dem Performance-Profil anschauen. Ich gucke mal gerade, habe ich hier eine? Nee, hier ist gar nichts im Portfolio drin. Dann kaufe ich einfach mal eine. Oder ich verkaufe eine. Beispielsweise, ich nehme jetzt hier diesen Apple Put. Ich würde jetzt einen 160er Put verkaufen, ja, wo ich jetzt hier ungefähr 140 Dollar bekomme. Delta ist 19, ja, ist vielleicht ein bisschen hoch, egal. So, erstmal kann man sich natürlich hier über Analyse-Tools Performance-Profil schon mal im Vorhinein das anzeigen lassen. Ja, Verkauf eines Puts, ja, sieht das so aus. Ja, wir warten. Ach, sorry, das ist das Profil jetzt von dem Kauf eines Puts. Ja, ich habe ja einfach nur den Put hinzugefügt. Wenn ich den verkaufe, dann muss ich natürlich auch den Verkauf dann auch simulieren. Ich verkaufe den jetzt einfach mal. Ja, ich gehe einfach mal ein bisschen höher. Ach, sorry, ich gehe einfach ein bisschen niedriger. Ja, jetzt habe ich den Put verkauft. Ich habe außerdem den Briefkurs eingegeben, da konnte es ja nicht funktionieren. So, und jetzt habe ich den im Portfolio drin. Ich rufe mal in mein Portfolio hier auf. Ja, hier steht der drin. Ja, der Put, den ich gerade verkauft habe. Und jetzt kann ich hier mit der rechten Maustaste auf meinen Put, den ich im Portfolio habe, gehen, Analyse-Tools, Performance-Profil aufrufen und dann wird mir direkt der Short-Put hier angezeigt. Ja, ich habe den für 1,39 gerade verkauft. Das heißt, wenn der komplett wertlos verfällt, die Zeichnung wollte ich löschen, wenn der komplett wertlos verfällt, dann vereinnahme ich hier 139 Dollar. Ja, das heißt, ich erwarte steigende Kurse bei Apple beispielsweise. Ja, dann würde ich die 139 Dollar vereinnahmen. Ja, oder wenn ich sage, bei einem Short Put mir reicht halt jetzt hier schon bis Mitte Dezember irgendwie einen Kursanstieg, ja, da kann ich sagen, okay, wenn der Kurs so bleibt oder um ein paar Prozent steigt hier, um 5%, dann vereinnahme ich schon 129 Dollar. Was soll ich dann noch bis zum Ende warten, ja? Ja, oder hier schon bei 1% Anstieg habe ich schon 92 Dollar verdient, da kann ich natürlich schon vorher rausgehen und den Trade schließen. Jetzt kam die Frage, warum verschwindet das Performance-Profil gleich wieder? Die Frage verstehe ich jetzt nicht. Also wenn Sie hier auf Analyse-Tools gehen, Performance-Profil, bleibt das so lange da, bis Sie im Prinzip woanders hinklicken. Ja, also es bleibt jetzt hier die ganze Zeit bestehen. Außer Sie schließen das wieder mit dem X oder öffnen halt irgendwas anderes. Ansonsten sollte das die ganze Zeit dort stehen bleiben. Okay, wenn Sie es aufrufen, kommt es kurz und verschwindet sofort. Das ist eine gute Frage. Kann ich jetzt spontan leider nicht beantworten. Müsste man sich vielleicht nochmal ausführlicher dann anschauen. Sorry.
Ja, wenn Sie jetzt, wie ich eben, ich habe Ihnen ja eben gezeigt, wie man über den Option Trader hier in den Strategy Builder hier durch Klicken der einzelnen Bestandteile einen Butterfly aufsetzt. Das ist eine Variante. Es gibt aber noch eine andere Variante, und zwar, wenn Sie jetzt hier hingehen und sagen, ja, ich hatte doch eben eine leere, ah hier, ich möchte jetzt selber einen Butterfly basteln, weiß aber nicht mehr genau, aus welchen Bestandteilen der besteht. Dann gehen Sie auf das Kürzel, also tippen das Symbol ein, AAPL für Apple beispielsweise, und gehen dann hier auf Kombinationen. Ja, und bei Kombinationen wählen Sie dann Option Combos aus, Smart oder halt auch Directed, wenn Sie einen direkten Börsenplatz auswählen möchten. Also ich nehme mal Smart. Dann öffnet sich jetzt hier ein neues Fenster, und hier können Sie Schritt für Schritt die Strategie eingeben. Und zwar indem Sie den, also Sie müssen ganz wichtig, nicht hier mehrere ausgewählt haben, sondern Sie müssen hier in die Mitte klicken auf Strategie. Ja, und dort bei Strategie, dort können Sie jetzt die Strategie auswählen, die Sie handeln möchten. Sie sehen, da sind einige drin. Ja, und beispielsweise der Butterfly. Ja, und dann sehen Sie hier schon voreingestellt, ich kaufe ein, ich verkaufe zwei, ich kaufe ein. Ein was, Call oder Put, das heißt hier auf Select, sorry, hier wählt man erstmal die Laufzeit aus, ja, beispielsweise 19. Januar. Jetzt kommen hier die Rights, Call oder Put. Ja, ich möchte das beispielsweise mit Puts machen. Ja, und dann lege ich hier die Basispreise fest. Bei Apple hatten wir eben ja ein 150er, 170er beispielsweise. Ja, und der letzte wird gar nicht mehr ausgewählt, weil der ist natürlich im gleichen Abstand. Ja, das ist dann automatisch der 190er. Ja, oder wenn Sie jetzt hier einen 160er nehmen würden, ja, dann ist der Abstand 10, dann wird nach oben hin auch 10 und dann würde ein 180er ausgewählt werden. Ich gehe mal auf Hinzufügen. Ja, und dann sehen Sie es hier, 160, 170, 180. Wenn Sie jetzt Broken Wing Butterfly oder so aufsetzen möchten, ja, wo ein Flügel sozusagen abgebrochen ist. Das bedeutet dann, dass der ist nicht gleichmäßig aufgesetzt, sondern da hat man dann hier einen anderen Basispreis. Ja, dann können Sie das nicht über Butterfly machen, dann müssen Sie es händisch eingeben. Das nur so am Rande. Ja, also mit dieser Möglichkeit hier, mit diesem Strategy Builder können Sie also hier auch direkt halt verschiedene Strategien auswählen und das dann direkt hier hinzufügen. Natürlich auch Iron Condor, den wir heute auch ansprechen wollten. Ja, wähle ich mal gleiche Laufzeit und dann kann man hier jetzt ebenfalls hingehen und sagen, ich möchte 150er, dann ein 160er, ein 170er und dann ist der letzte hier der 180er. Ja, das ist dann der Iron Condor. Sie sehen, wie der aufgebaut ist. Ähnlich wie der Butterfly, nur dass es kein Dach ist. Also es ist schon ein Dach, aber halt ein Flachdach, wenn man so möchte hier. Und wenn ich den hinzufüge, wird hier auch nochmal gezeigt, was das bedeutet, wenn ich den Iron Condor kaufe oder wenn ich den Iron Condor verkaufe. Ja, und hier habe ich die Kombination. Das hat sich jetzt hier beides miteinander vermischt. Nicht ganz so optimal. Ich lösche das nochmal. Wiederholen wir das Ganze nochmal. Apple eingeben, Kombination, Option Combos. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Iron Condor, Laufzeit. Ja, hier fangen wir an mit dem 150er, 160er, 170er und dann 180er. Gehe auf Hinzufügen. Schließe hier dieses Informationsfenster. Ja, und dann habe ich hier die Kombination stehen, der Iron Condor und die einzelnen vier Bestandteile. Und hier sieht man, das sind zum Beispiel negative Prämien jetzt hier, ne? Minus 4,46 zu minus 4,30. Ja, und hier kann man sich natürlich genauso wieder das Performance-Profil anschauen. Ja, und dann sieht man hier nochmal genau, wie der Iron Condor hier aufgesetzt ist.
Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Nutzen Sie die Möglichkeit, einfach noch ein paar Fragen zu stellen. Wie gesagt, 10 Minuten haben wir noch und da würde ich gerne noch auf Ihre Fragen eingehen. Ja, also wie gesagt, nutzen Sie die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Wichtig ist, dass Sie hier die Tools kennenlernen, die Möglichkeiten, die die TWS Ihnen bietet. Ja, die Möglichkeit, wie man hier in Iron Condor, wie man Butterfly oder wie man auch andere Optionsstrategien aufsetzen kann. Ja, also die TWS ist ja sehr, sehr mächtig, bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir haben ja noch Tools wie, also alleine zum Optionstrading, ja, gibt es sehr, sehr viele Tools. Das Option Strategy Lab, ja, das kommt zum Beispiel, das kommt nächste Woche, ja. Da können Sie auch Ihre Erwartungen eingeben, nur mal ganz kurz, dass Sie schon mal gesehen haben. Ja, ich erwarte, dass Apple, keine Ahnung, jetzt um 1% steigt bis zum 15. Dezember, ja. Und dann wird einem hier direkt eine mögliche Strategie rausgeworfen. Dazu aber mehr dann nächste Woche. Ja, also das würde jetzt, wie gesagt, einen Rahmen sprengen, sonst könnte man jetzt hier direkt 3 Stunden lang ein Webinar halten. Ja, das kommt dann nächste Woche. Also machen Sie sich mit der TWS vertraut, nutzen Sie die Möglichkeiten, die die TWS Ihnen bietet, also professionelle Trading-Tools, professionelle Analyse-Tools, die hier Ihnen den Handel, beim Handel unterstützen. Alleine hier zum Thema Optionsanalyse, ja, sehen Sie, was es hier für verschiedene Möglichkeiten gibt. Ja, Sie können sich hier, weiß ich nicht, eine Put Calls einfach mal anzeigen lassen, nochmal dazu, nehmen wir mal QQQ. Also das ist eine Möglichkeit. Sie können, was haben wir noch? Ich will das noch mal kurz einfach zeigen. Volatilitäten, implizite Volatilitäten anzeigen lassen. Von Apple. Also Möglichkeiten ohne Ende. Da kann man eigentlich jetzt gar nicht alles in der Schnelle zeigen. Deswegen haben wir mehrere Webinare, die aufeinander aufbauen, wo man sich das dann Schritt für Schritt halt so aneignen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, hier unten habe ich das auch mal ausgeführt, hier unten, wo jetzt meine Maus ist, einen eigenen Desktop, ein eigenes Layout zum Option Trading zum Beispiel einzurichten. Dieser hier. Ja, der ist schon standardmäßig hier von Interactive Brokers vorgegeben. Ja, und da kann man, dann hat man hier oben die Optionsketten. Ja, hier unten eine Anzeige der impliziten Volatilitäten. Man kann hier direkt die Order eingeben. Sieht hier noch so eine Art Watchlist, ja, und hat das praktisch hier alles auf einen Blick. Ja, natürlich, ich gehe mal hier auf QQQ, dann ändert sich das Ganze. Ja, hier können Sie verschiedene Werte eingeben, Facebook beispielsweise. Ja, und dann sehen Sie hier direkt die, wenn es ein bisschen geladen hat, natürlich auf der linken Seite wieder die Calls, auf der rechten Seite die Puts, hier direkt die impliziten Volatilitäten dazu. Man kann hier ein SD, eine Standardabweichung ändern in zwei beispielsweise, ja, oder sogar noch mehr, zweieinhalb, also dann sieht man hier mehr Strikes oder direkt hier über die Ansicht gehen und sagen, ich möchte hier, weiß nicht, 10 oder alle haben, ja, und das dann so anpassen, wie es halt einem, wie man es möchte. Die Frage kam eben von einem Teilnehmer, wie wählt man den Strike-Preis aus? Ist der Basispreis quasi in der Mitte? Das hängt von der Erwartung ab, die ich habe, ne? Also wenn ich jetzt so ein Butterfly oder ein Iron Condor aufbaue, ist meine Erwartung, dass der Kurs in den nächsten Wochen da bleibt, wo er jetzt ist. Ja? Also dass dieses Dach, was man ja da grafisch sieht, praktisch um den aktuellen Preis herum liegt, ne? Dann ist das meine Erwartung. Ich kann das natürlich auch ein bisschen nach rechts verschieben.
wenn ich da eine positivere Erwartung habe oder auch ein bisschen nach links. Und so würde man dann die einzelnen Strikes wählen, die einzelnen Basispreise und dann so den Butterfly aufsetzen. Können Sie auch alles mal, Sie sehen ja, das hier ist auch ein Paper-Trading-Konto, das können Sie ja alles ja mal selber ausprobieren und dann hier, wenn Sie sich so eine Strategie zusammenbasteln, einfach mal andere Basispreise nehmen, ja, also die da niedriger sind, wo haben wir es denn hier links? Ja, und ein bisschen rumexperimentieren und dann sehen Sie das Performance-Profil, wie das dann aussieht, ne? Ja, hängt davon ab, genau, ob man jetzt von einer Seitwärtsphase ausgeht in den nächsten Wochen oder ob man da erwartet, dass die Aktie jetzt in einem Trend ist und beispielsweise stark steigt oder stark fällt. Für alle Erwartungen gibt es die entsprechenden Produkte oder die entsprechenden Strategien. Okay, ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie haben das eine oder andere dazu lernen gelernt und dass ich es auch dann einigermaßen verständlich für Sie rübergebracht habe. Würde mich sehr freuen über Ihr Feedback, egal ob positiv oder negativ. Ja, wenn Sie noch Fragen, Anregungen haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@captrader.com. Da freuen wir uns immer sehr drüber, wenn Sie uns da Feedback geben, wie Ihnen das Webinar gefallen hat. Ja, oder wenn Sie halt noch Fragen haben im Nachgang, dann werden wir da gerne noch drauf eingehen. Ansonsten, wie gesagt, war es das von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen natürlich noch einen angenehmen Abend, noch eine schöne Woche, eine schöne Vorweihnachtszeit und würde mich sehr freuen, wenn Sie bei einem der nächsten Webinare erneut dabei wären, ich Sie erneut da begrüßen dürfte. Und ja, wenn Sie das ein oder andere nacharbeiten möchten, ich hatte schon gesagt, das Webinar wurde ja aufgezeichnet. Die Aufzeichnung finden Sie dann in den nächsten Tagen auf unserer Homepage. Ja, Ihnen einen schönen Abend. Danke für die vielen positiven Grüße und dass es Ihnen gefallen hat. Das freut mich dann ebenfalls. Ja, Ihnen eine schöne Woche und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.